Junge, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr ausgebremst werdet oder euch schüchtern fühlt oder das Gefühl habt, dass euer Umfeld euch ausbremst, weil ihr kennt das auch, ihr habt das Gefühl, ihr habt mehr Potenzial, als ihr verwendet. Und dann gibt ihr auch manchmal so im Kopf anderen Leuten das Gefühl in eurem Umfeld, ich kann mich nicht entfalten wegen meinem Vater, wegen meiner Mutter, wegen meinem Freund. Okay, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Und das ist wahr. Und das Ganze hat folgenden Grund. Ich bin ja jetzt 22 und ich habe viele Businesses gemacht und ein paar davon haben über 10.000 Euro gemacht und ich habe 500.000 Euro gemacht. Und wenn ich jetzt mit einem Kumpel von früher telefoniere, da merke ich ganz genau, dass ich wieder ein anderer Mensch bin. Was ich damit sagen will ist, ich habe ja extrem viel gelernt, gehasselt, bla bla bla, um dahin zu kommen, wo ich bin. Und wenn ich jetzt mit jemandem spreche, dann komme ich als der Fabi, der 500.000 Euro verdient hat, weiß, wovon er spricht und alles cool ist. Aber wenn ich mit Leuten spreche aus meinem alten Umfeld, bin ich plötzlich der kleine Fabi, der nicht mehr so genau weiß, wie es läuft und ein bisschen eingeschüchtert ist und sich nicht entfalten kann. Und hier kommt der Trick. Krasse Leute, die ihr kennt, die sind einfach ausgewandert. Arnold Schwarzenegger ist weg, Dwayne The Rock Johnson ist weg, die sind einfach ganz woanders hin. Und der Grund dafür ist der, dass ihr euch dann entfalten könnt, weil ihr habt Leute in eurem Umfeld, wo ihr noch nichts Predefinedes im Kopf habt, wo ihr noch kein Predefinedes Judgment habt. Weil egal wie erwachsen ihr werdet, egal wie erfolgreich ihr werdet, im Kopf eurer Mutter und im Kopf eures Vaters und im Kopf eurer Freunde, und das ist vielmehr eine Limitierung für euch selbst, werdet ihr immer dieser kleine Junge sein und der werdet ihr immer diese Limitierung haben und es nicht schaffen, aus euch rauszugehen. Und deswegen ist es super wichtig, dass ihr euer Umfeld wechselt. Das habe ich ja auch gemacht, das war auch mein Geheimnis. Ich habe es damals nicht gewusst, aber das war tatsächlich mein Geheimnis. Ich war in Deutschland und ich bin nach Deutschland mit meiner Freundin, nach Portugal mit meiner Freundin, die ich damals kennengelernt habe. Und das hat mir dann erlaubt zu wachsen, weil ich niemanden in meinem Umfeld hatte, der mich ausgebremst hat, der mich psychologisch klein gehalten hat. Genau, das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr nicht auf eurer Kapazität seid, auf die ihr seid und euch nicht entfalten könnt, euch ein bisschen eingeengt fühlt, dann wechselt euer Umfeld. Das ist der Trick. Und wenn das noch nicht gereicht hat, um dann euer Selbstbewusstsein zu stärken, wenn ihr dann euer Umfeld gewechselt habt und dann herausfinden müsst, ja, was mache ich jetzt, um ins Krass zu werden? Kampftraining, Fitnesstraining, Improv-Classes für Schauspielerei, verändert alles.